an alle, die wach geblieben sind oder gerade erst aufgestanden sind. Wir begrüßen euch recht herzlich zum großen Südamerika-Showdown auf der Zone. Eine ungeheure Anspannung für die Argentinier natürlich. Chile muss unbedingt punkten. Definitiv mindestens das. Kolumbien hier leicht favorisiert. Paraguay ist heiß auf den letzten Drücker nach Russland. Vielleicht ist ja gerade heute so eine Nacht der Nächte im Fußball. Auf dem Weg nach Russland. Jetzt vielleicht mal. Das ist das, was ich sage. Wenn Sie versuchen, Fußball zu spielen, ist das ganz schnell. Toi, Guido! Aber wir gehen ganz schnell nach Guido und nehmen den ersten Treffer mit bei Oli Forster. Der Schock für Messi. Sergio Romero ist geschlagen. Okay. Einzig und allein Uruguay im Spiel nach vorne. Wir schauen weiter, Ecuador, Argentinien in Quito. Oli Forster. Im Regen in Quito. Und da stehen sie auf der Bank. 12. Minute. Lionel Messi. 1:1. Argentinien kann wieder träumen von Russland. Wir gehen ganz schnell nach Ecuador. Da passiert was. Was Großes vielleicht. Bum, bum. Lionel Messi. 2:1. Argentinien. Jetzt sind sie zumindest in der Lage, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. So schnell kann das gehen. Und jetzt ist Halbzeit. Als nächstes Galloway 2. Paulinho staubt ab. Einer der vielen Freistöße, der Claudio Bravo um die Ohren fliegt. Im Moment wäre Chile nächstes Jahr im Sommer frei für jegliche Form von Urlaub. Nächster Angriff heute, Neymar. Wunderbarer Ball. Was eine Annahme von Neymar. Weltklasse. Das ist Weltklasse. Und der nächste Treffer. Bitte schön. Ich hab's gesagt, den haben wir nicht gesehen. Da war eine Vermisstenanzeige fällig für den James. Und jetzt locht er den ein. Ja, ich war's. Ich. Er ist der Gott. Ganz Argentinien liegt ihm zu Füßen. Lionel Messi macht das dritte Tor. Er schießt sie zur Weltmeisterschaft. Aber jetzt könnte es ganz entscheidend werden. Ein Tor würde aktuell reichen für Platz 5. Wir gehen weiter, direkt weiter nach Peru zu Carsten Fuß nach Lima. Peru gegen Kolumbien. Schauen wir einmal drauf, Luis Suarez. Und dann, Carsten. Schauen wir mal, was er vorhat. Der ist drin. Ich glaub's nicht. Der Pass. Ist das eine Ehrennummer? Wie lässig ist das? 1:1. Und dementsprechend gehen wir dahin, wo Paraguay mit einem Treffer mittendrin wäre. Aber sie wollen ihn nicht schießen, Robby Unke. Paraguay ist wohl raus. 0:1. Es ist Herrera. Yachel Herrera ist Paraguays Hoffnungsschredderer. Und deswegen schauen wir nach Brasilien. Lukas. Bravo mit vorne. Alle Mann. Vorne mit drin. Jetzt wollen sie einen Handelfmeter haben. Den kriegen sie nicht. Und Willian fährt den Konter für die Hausherren. Und das könnte dann Game Over sein. Das könnte das Ende sein. Jesus, Jesus, Chile ist so gut wie weg. Und hier ist Feierabend. Und hier ist Ekstase. Ekstase pur. Chile ist einer der großen Verlierer. Ich kenne noch einen, Robby Unke. Du auch? Paraguay unter Tränen anwesend heute, aber dann doch irgendwie abwesend. Quito tanzt Argentinien. Was für eine unbändige Freude. Was für eine Nacht auf der Zone. Was für eine Nacht in